Unigarage. Nee, warte mal hier, lieber. Ich bin heute. Ich stehe noch irgendwo auf dem Kicker, habe ich das Gefühl. Warte mal. Ich habe mal eine Frage. Kann jemand kurz eine Sichel zum Aramidfeld bringen, bitte? Gerade schwer, sorry, bin am Verarbeiten. Dich, Leon. Ich fahr kurz einfach zur Uni-Garage, sonst war das ewig. Digga, mit der Mule oder was? Was sonst, Alter? Ferrari, oder? Was? Ruf doch kurz ein Taxi, Alter. Ah ja, ich hab kein Geld. Digga, ich. Digga, ich kann da gar nicht arbeiten, wenn du. Ich muss da. Digga. Der lacht doch immer auf zu lachen, Alter. Ja, dann bis gleich. Ja, schlaf schön. Digga, ich hätte die Musik auch so abgespielt. Er hatte keinen Musikwunsch. Da stand nur, Alter, gib Mike Mod. Und ich habe gesagt, dass ich gerade Donate oder keinen ich Mod fand nicht. gebe. Ach, jetzt, lol. Er muss auch nicht donaten für Musikwunsch. Kann er gern zurückziehen. Voltaren hat ihr bei den Rückenschmerzen geholfen. Jetzt will sie Sport machen. Ich nicht. Voltaren Schmerzgeldpforte bekämpft. Sofort mitkommen. Kommen. Nice, Streams noch. Mitkommen. Hände hoch, sofort Hände hoch, aufhören zu arbeiten, Steig Hände in den hoch. Oracle ein. Du steigst jetzt ein oder wir schießen los. Hände. Dein. Ey! Warum schießt du denn, du Spaß, Alter? Telefon weg. Aus. Au, ich mach da gar nichts, Junge. Was? Telefon aus, Junge. Fotze, Alter. Ballern auf mich, ohne was weg, zu weg, sagen. Weg, 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 weg. Warte. Dann jetzt los. Ja, warte, ich musste kurz was schreiben. Schmaune Hölle, du Fotze. Stabilisiert mich mal, Brüder, nicht den anderen, bitte! Schnell, nicht den anderen, bitte helft mir, Jungs! Die wollten mich überfallen, ohne an. Grund! Stabilisiert hier. Ja, ich mach schon. Bitte setz mal Dispatch ab! Ja, dann. Geh mal weg hier, André, ich kann ihn nicht. Ja, ich zieh deinen Namen. Deinen Namen, dein Perso. Also, ich glaube, der Herr mit der Maske, ich weiß nicht. Hat einer noch ein anderes, hat einer noch ein anderes Kit für den anderen? Nein, ja. Helft dem nicht, die scheiß Wichser! Schießt auf mich in mein Schulter, ohne was zu sagen. Was ist denn das? So, der andere gehört zu den anderen, oder? Ja, Mann, der wurde, war einer von den Vieren, habe ich mitgenommen. Markus Jackson. Ja, ich gehöre zur Bozukai. Durchschuss hast du, ja, ich habe dich stabilisiert. Dankeschön. Ich mach schon, ich mach schon. Vielleicht kommt der Sean. Geschickt und ja. Oh, das auf ja, stabilisiert den anderen trotzdem mal, Digga. Ich hab mal Johnny Rambo im Einsatz. Bitte lass den nicht mitnehmen, Mann. Der hat's gar nicht verdient. Nein, ich hab Dings. Ich hab anderen Dispatch gemacht. Der stabilisiert den mal bitte, ja, André. Ich hab kein Medkit, Digga. Digga, macht nicht, Alter. Das ist einfach weg in den Schimmel. Ehrenlose Bastarde, Alter. Merkus, du hast Glück.
Warte mal, Du ist hast hier was eine. gut bei mir, Digga. Alles gut, Digga. Genau. Kein Ey. Problem, ja. Also wir brauchen jetzt. Ja, haben wir jetzt ein Medkit oder nicht? Nee, hast du. Ich hab keins. Du. Ja, dann fahr ich jetzt schnell. Ja, dann schnell. Einer, das sind verblutende Bisser. Ich hab Dings, ich hab Bullen gerufen, alles gut. Warum hast du Bullen gerufen, Digga? Digga, warum hast du Bullen gerufen? Ich kann das hier nicht mit ansehen, ich bin ein treusorgender Bürger, ja. Komm mal mit kurz, André. Du wirst nicht kontrolliert, ich kläre das. Die sollen den liegen lassen, den Bisslaben. Der rote wurde überfallen. Den habe ich gerade stabilisiert. Den anderen kann ich nicht stabilisieren. Ja, wir machen das. Ja, der hat geschossen, der schwarze hier. Ja, das war ein anderen, schwarzer Frick. Roten. Hallo, bitte einmal nicht so rumstellen. Ganz kurz, was hat der Herr, der maskiert hier ist, getan? Nochmal? Der hat auf den roten geschossen. Er hat auf den roten geschossen. Grenade oder ich fand nicht. Ich hab den roten stabilisiert, der hat einen Durchschuss, ja, Medic. Sah aus wie eine Langwaffe, bin mir aber nicht sicher. Nein, nein, nicht aussteigen. Mal rausschmeißen, wenn ihr wollt. Wenn das geht, ist kein Problem. Was? Wie wollen sie mich rausschmeißen? Ich blute doch. Oh, Moment, Moment. Nein, ich schmeiß ihn nicht raus. Hey, warte. Wo ist denn der andere jetzt hin? Die sind beide hier drinnen. Wieso nehmen sie den denn mit, Alter? Ja, hallo, ich muss den mitnehmen. Boah, langsam. Na, 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 na. Boah, hier wieder komplett jetzt ein bisschen. Hoch. Alter, was ist denn gerade hier los in der Stadt? Hallo. Welches Krankenhaus fahren wir denn der Herr? Ja, drei, hab ich schon gesagt. Hab ich nicht gehört, tut mir leid. Alles gut. So, ich werde es Ihnen jetzt einmal Schwester Bertha beigeben. Alles weitere werden wir dann gleich im Krankenhaus ja, machen. Ja, bitte. So, keine Angst. Sie durchsuchen, der Herr. Wieso? Weil aufgrund des Tatverdachts, dass die Leute, die Zeugen auch gesagt ja, haben, dass sie auch klar, ebenfalls natürlich. Geschossen haben. Ich kann das verstehen. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist ja lächerlich schon wieder. Die Leute haben drüben gesagt, ja, die Leute. Dass sie auch geschossen haben. Oh, genau. Kollege, ja, der Kollege, Herr, was hat er dabei? Eine Langwaffe auf mich geschossen. Ja, er hat hier eine Langwaffe auch dabei.
Kein Kommentar. Er hat eine lange, hast du das dokumentiert und soweit entfernt? Noch nicht entfernt, aber ich dokumentiere das jetzt. Ich bin verletzt und erstmal werde ich durchsucht, läuft, Alter. Ja, sie müssen verstehen. Ja, sie müssen gar nichts verstehen. Sie müssen verstehen, dass vier Leute halt und. Ach, egal. Ja, Diskussion beendet. Ist egal, ich will nicht mit ihnen reden. Lass es stecken. Ich lass einfach stecken. Das ist mir zu dumm. Ehrlich. Ja, wurde der bereit? Nee, natürlich nicht. Jetzt zurück. Alles gut. Ja. Das ist halt so erbärmlich, Alter. Die Waffe ist schon beschlagnahmt worden. Also Langwaffe, oder was? Gerade ging es nicht, keine Ahnung, war richtig komisch. Ja, ich will noch ganz kurz einen Blick reinwerfen. Langwaffe. So schlecht, Alter. Das Opfer wird durchsucht, Alter. Ihr Witzwolder, Alter. Ihr seid die Schlechtesten. Wie immer. Durchsucht ohne Verdacht, Alter. Läuft, Alter. Die haben gar keinen Verdacht gehabt. Ich lag am Boden und wurde erschossen, egal. Die Leute haben gesagt. Ja, wer hat das gesagt? Wer hat das denn gesagt? Wo sind die Leute denn? Leute, die gerade eben dort waren. Ja, dann holen sie die doch her als Zeugen. Sie können doch nicht. Genau, die Leute haben. Sie haben es doch gehört, dass sie gesagt haben, dass auch ebenfalls der andere. Nein, der Herr, ich habe es gehört. Der eine hat gesagt, er hat gesagt, dass der am Boden liegt, den sie da drüben eingepackt haben, Alter, dass die auf mich geschossen haben. Das hat er gesagt, wortwörtlich. Lassen Sie mich doch bitte. Ich brauche nicht ausreden so. Wir brauchen gar nicht diskutieren. Ich weiß, wie das läuft. Immer das Gleiche. Sie wollen doch gerade diskutieren. Ich brauche nicht diskutieren, weil ich weiß, was hier Sache ist. Jackson, ganz kurz, Herr Jackson. Nee, ich bin angepisst. Ich bin richtig angepisst. Die verfolgen mich den ganzen Tag. Die verfolgen mich den ganzen Tag. Und mein Telefon klingelt seit einer Stunde, Alter. Das kann ich auch nicht abstellen. Herr Jackson. Ich verstehe, dass Sie sie aufgebracht haben. Können Sie mir mal einen Sanitäter helfen, damit endlich mein Handy ausmachen kann? Aufsparen. Müssen Sie Ihre Kräfte nochmal aufsparen, weil Sie haben eine schwere Schusswunde. Ja, genau. Deswegen durchsuchen Sie ein Schussopfer. Läuft. Dass Sie sich überanstrengen. Deswegen, ja, dann machen Sie Sie ein bisschen die Stimme und seien Sie ein bisschen ruhig. Ja, dankeschön. Scheiße schon wieder. So lächerlich, Alter. Junge, können Sie mal bitte einen Arzt tun, damit ich mein Telefon abstellen kann? Bitte! Das klingelt seit 20 Minuten! Es ist nur ein Mediziner leider da, aber ich würde sagen, dass okay, läuft, so Alter. 30 Cops, aber ein Mediziner. Herzlichen Glückwunsch. Sie können ja Ihre Energie verschwenden. Komm mal mit. Ist auch verschwendete Zeit hier jetzt. Jackson, genau. Der Herr ist soweit fertig. Krankenhaus ist zugeschlossen, also braucht keine Angst haben, aber könnt euch hingehen, wie ihr wollt. Soll ich den jetzt frei machen hier? Okay, dann behandle ich sie. Soweit behandeln. Okay, so verstanden.
wieder her. Möchten Sie den behandelt haben oder werden oder? Nee, danke, kein Interesse. Okay, alles gut. Junge, fuck mich nicht ab, ich bin im Krankenhaus, Alter, weil die Kasper-Kinder mich wieder abgefuckt haben, Alter. So, das ist kein Problem, er kann unterschreiben, dass er es nicht möchte und dann aktivieren. Junge, ich bin im Krankenhaus, Digga, weil die Fick-Kinder mir wieder auf den Sack. Ich mach jetzt das Handy weg sofort. Fangen Sie mal mit die Handy weg. Warum soll ich denn das Handy weglegen, Alter? Weil die festgenommen ja, und der andere nicht, oder was? Der andere nicht, oder was? Bitte mit dem Rücken zu mir. Der andere nicht, oder was? Ganz kurz, nur mit der Mediziner kurz was. So, erste, da ich ja mein Dings gemacht habe, ich möchte bitte eine unparteiische Person. Sofort. Und ich möchte meine Rechte vorgelesen haben, sofort. Sie sind doch ja gar nicht erstmal... Da haben Sie doch gerade gesagt, Sie haben mich bereits durchsucht, Alter, ne, ohne irgendwas, das heißt... Ich lege mal jetzt die Hand schön hier an. Ja, dann legen Sie mir die an. Ich hole mal meinen Kollegen dazu, ja, der Sie durchsucht hat. Gehen Sie dazu. Moment, entspannt. Das ist schlecht. Sie möchten also wirklich behandelt werden. Dann warum wir ihn durchsucht haben, erklären das mal. Du brauchst mir nicht, dass ich das suche. Das erste ist, ich möchte einen unparteiischen Beamten haben, jetzt. Vorher bewege ich mich. Nein, jetzt. Ich möchte jetzt einen unparteiischen Beamten haben. Das habe ich recht zu. Ich möchte einen unparteiischen Beamten, der nicht in Ihrem Fahrzeug saß. Jetzt. Negativ haben Sie kein Recht zu. Habe ich recht. Habe ich das also Recht? Moment, ganz kurz, Herr Jackson. Ich erstelle. Jetzt klingt das Telefon schon wieder. Ich raste gleich aus, Alter. Bitte lassen Sie mich die Handschellen abnehmen und ihm sagen, dass ich im Krankenhaus bin. Sonst fuckt er mich hier die nächsten 3 Stunden noch ab. Einfach Flugmodus. Ja, mit Handschellen. Bei Ivanov mache ich mal kurz die Handschellen ab und ja, dann muss schon wieder. Wenn er sich nochmal beschwert, dann hat er Pech gehabt. Dann, wir legen kurz die Handschellen ab und Sie gehen jetzt bitte in den Flugmodus, ja? Ja, ich gehe in den Flugmodus. Sekunde. Ach hier, so, zack. Zack, ist. Lege mal die Handschellen wieder an, wird kalt. Ja, aber pack in die Handschellen da vorne, wir wollen ja nicht so grob sein. Also nochmal, Herr Jackson, ganz kurz, wir kamen zu dem Ort, wir hatten ein Dispatch bekommen, ja. Am Ort hat uns dann auch ein Zivilist soweit mitgeteilt, dass es zu einem Schussgefecht kam zwischen Ihnen und den anderen Herren. Also hat er nicht so gesagt, ich stand daneben, ich habe es gehört, ich hatte genau gehört, was er gesagt hat. Genau. Er hat gesagt, ich zitiere wortwörtlich, der Herr, der am Boden liegt in dem Weißen, wurde von dem mit Schwarzen und 3 anderen überfallen. Er hat gar nichts gesagt. Okay, jetzt Jackson, Sie müssen uns auch verstehen, die Herren dort vor Ort, mir kommt es langsam so vor, als wären das Ihre Leute gewesen und die haben nämlich behauptet, dass der Herr in Schwarz da vorne die Langwaffe hat und Sie nur eine Pistole. Komisch ist aber, dass das Ganze andersrum ist. Andersherum, ne? Ja. Die haben die Langwaffe und er die Pistole. Verstehen Sie uns gerade? Ja, ich verstehe Sie. Die waren zu viert. Es waren 4 Personen. Diese vier Personen. Ganz kurz. Also, dann lassen Sie mich halt nicht reden. Dann unterbinden Sie es halt, weil Sie es wieder eilig haben. Ich möchte auf eine Sache hinweisen. Dann können Sie gerne Ihre Geschichte weiterführen. Sie wissen ja, oder wissen Sie, wann man soweit... kennen Sie den Paragraphen der Notwehr? Ja, kenne ich. Wissen Sie, was Notwehr überhaupt bedeutet? Ja, Sie können es mir gerne nochmal erläutern. Ja, Notwehr bedeutet, dass Sie im Falle der Fälle natürlich Ihr Leben oder das Leben Dritter schützen können, beziehungsweise müssen und sie dabei nicht straffällig handeln. Das ist der einzige Moment, wo sie quasi ihre Waffe benutzen dürfen, um natürlich dann aus Notwehr zu handeln. Das Ding ist aber, dass sie eine illegale Waffe benutzt haben und dementsprechend der Paragraph der Notwehr nicht greift. Und da wir bei Ihnen... Der da drüben wollte mich entführen mit 3 anderen und darf hier telefonieren. Das ist so lächerlich. Dann schicken Sie bitte eine Streife zu dem Feld hoch und holen den Zeugen bitte dazu. Schussverletzungen haben wir Sie aufgrund des Anfangsverdachts, denn beide hatten ja Schussverletzungen, beide lagen schwer verletzt auf dem Boden, soweit sie durchsucht, denn Kollege, das ist ja schon unser Recht. Gemacht, ja. Ich habe noch keine Akte gemacht, ne? Ja, wir haben ja schließlich, der Anfangsverdacht ist ja mindestens ein Vorhandensein eines schlüssigen Punktes, der eine Straftat vermuten lässt. Und den hatten also wir. Also ich glaube, ich werde als Schuldiger hingestellt. Die wollten mich gerade einpacken, ist das ein Witz? Da standen 10 Leute, die es gesehen haben und sie sagen, weil sie es falsch verstanden haben dort oben, wollen sie mich jetzt einklassen und lassen den laufen? Ist das ihr Ernst? Herr Jackson, mir geht es nicht um den Waffengebrauch, mir geht es daran, was für eine Waffe sie benutzt haben. Dann hören Sie mir jetzt kurz zu, ich erkläre Ihnen wortwörtlich, was dort passiert ist.
Ja, ich bin mit meinem Kollegen, dem Frank, dorthin gefahren. Wir wollten nach Amitfaser in Westen machen, haben einen Mut Ja, abgestellt. Der Kollege hat seine Sichel vergessen, ist mit der Mule weggefahren. Genau zu diesem Zeitpunkt sind dieser Herr da drüben mit drei weiteren Personen mit einem schwarzen Wagen gekommen, ne, und wollten mich einpacken. Haben mir Bezug auf mich gesagt, ich sollte ihn einsteigen. Können alle dort bezeugen, können sie hinfahren, können sie noch auf ihn hinschicken, können fragen. Ich okay. sollte in ein schwarzes Fahrzeug einsteigen. Ich bin zu dem Fahrzeug gelaufen, der hat einen Kofferraum aufgemacht. Und gerade wo ich einsteigen wollte, hat er mir zweimal auf mich geschossen. Daraufhin habe ich meine illegale Langwaffe gezückt und habe einen der Herren zu Boden gestreckt, den anderen verletzt Genau, wahrscheinlich, und dann okay, sind die genau. abgehauen. So. Und dann, ne, kamen die Zivilisten dazu oder die anderen Er gibt dazu uns und den haben Bonus. mich stabilisiert und den anderen Herren hat der Sanitäter stabilisiert. So ist der Part. Ich sehe mir gerne an, dass ich eine illegale Langwaffe dabei hatte, aber mehr auch nicht. Ja, aber mehr kriegen Sie auch nicht von uns. Was denken Sie Ja, denn? weiß Also, ich wenn nicht, das, Alter. wenn Für mich das. hört sich so an, dass ich hier als Entführer hingestellt werde und die Nein, anderen und wie frei gesagt, ich werden. erkläre Ihnen Herr mal, Texler, warum wir. Also Erstmal anscheinend kurz, haben Sie uns nicht Kollege. zugehört. Was? Ich erkläre Ihnen mal jetzt, warum wir sie auch durchsucht haben. Nein, nein, das ist Warum. egal. Darum geht es ja nicht darum, dass wir ihn durchsucht haben. Das hat er verstanden. Es ging ihm nur darum, dass er das Gefühl hatte, dass wir ihn als nur alleine als Schuldigen hier angeklagt haben oder beziehungsweise ne, angeschwärzt haben, aber was halt nicht der Fall ist. Ne? Wie gesagt, außer der Es Langwaffe geht, jetzt wird er nicht zu uns kommen oder sehe ich warum das ich anders? eigentlich so getriggert bin, kann ich Ihnen einfach sagen, weil dieser Herr da drüben, ich kann ihn ohne dass ich weiß, wer er ist, ohne dass ich jetzt darüber gehe, kann ich Ihnen jetzt sagen, wie er vor seinem voller Name ist. Und ich bin kein Hellseher. Ich weiß es, weil dieser Herr und drei andere Herren mir seit gefühlt einer Woche jeden Tag fünfmal auf den Sack gehen. Und das auf Stalker-Basis. Und wer hat als erstes von Ihnen geschossen? Der andere, meinen Sie, Nein, oder wie? der mit dem einer von den Leuten, die im Fahrzeug weggefahren sind. Ja, das leider wird schlecht, die mehr zu finden, ne? Ja, ich kann Ihnen den Namen aufschreiben, alle Probleme, weil ich Ja, genau weiß, aber wer es war. das können wir trotzdem dann nicht machen, durchsetzen. Ich weiß, dass Sie nicht Ja, durchsetzen wie können. gesagt, also Gucken Sie, ich machen Sie nur mal ein ganz kurz, Beispiel. wir werden. Dieser Herr dort drüben heißt Herr Nico Redman, korrekt? Ja, korrekt. Und woher weiß ich das? Bin ich ein Hellseher? Bin ich magisch? Ich weiß das, weil dieser Herr einen schwarzen Osiris fährt, mit weißer Untergrundbeleuchtung und immer mit einem Und er Perso. hat auf Sie geschossen, oder Ja, wie? er und seine Kollegen, die haben zu viel auf mich geschossen. So. Also, nochmal, Also ein damit ich damit Mordvorwerfen für meine haben Sie jetzt, Kollegen, oder wie? der Herr in Schwarz, seine Kollegen haben zuerst auf den Herrn in Weiß geschossen, dann hat der seine Langwaffe gezückt und hat auf die auch ebenfalls das Feuer erwidert. Das ist der Stand der Dinge, Ja, also richtig? nehmen wir den anderen Kollegen. Lass mal kurz uns besprechen. Kommt mal kurz. Ja, klar, Moment, Herr Jackson, wir klären das Ja, kurz, ist in ja? Ordnung. Ich hab das. Ich könnte mir sowas schon in die Richtung denken, Digga, aber. Also ich glaube es langsam auch, also ich kann es nicht beweisen, aber es ist sehr eigenartig gewesen, dass Frank abhaut, Alter, ne? Und die kommen. Es ist einfach zu komisch gewesen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass Frank irgendwas macht. In die Richtung. Eigenartig. Das ist einfach lächerlich. Ja, also die Langwaffe, gut, das tut jetzt weh, aber. Herr Jackson, Ja, Herr bitte. Jackson? Hier, Payne, kannst du das machen mit der Akte? Ja, Herr Jackson? Ja, bitte. Ganz gut, Herr Jackson. Jackson, wir haben, also ich habe mich gerade mit meinen Kollegen Ja, soweit ich merke schon, Sie haben es verständigt. eilig. Für uns sieht das nicht nach Notwehr aus, bedeutet, jeder wird quasi belangt. Der Herr in mit dem schwarzen Oberteil bekommt quasi den unberechtigten Waffenschussgebrauch. Das ist halt aber eine Straftat, die nicht so hoch datiert ist bei uns im StGB, wie halt jetzt der Besitz einer illegalen Waffe und/oder Munition. Ja, das sollten Sie wissen. Das bedeutet, im Endeffekt bekommen Sie die höhere Strafe, aber auch nur aufgrund der Tatsache, weil Sie eine Langwaffe hatten. Läuft da da. Nichtsdestotrotz werden Sie beide natürlich belangt. Herr Jackson, Ja. wirklich, Sie müssen uns wirklich verstehen. Also ich verstehe Sie schon, ja, aber ich verstehe halt wirklich nicht, ja. Also ich versuche seit 5 Tagen, ja, gehen die mir auf den Sack, ja, und ich werde So, sie einfach nicht dann los. Jackson, Was okay, dann sollen wir machen wir das machen? so, okay? Sie wissen ja anscheinend, wie der heißt, okay? Ja. Sobald diese Person Ihnen nochmal auf den Sack geht, dann spammen Sie bitte den Dispatch zu. Machen Sie das einfach. Dann gibt es irgendwann Ruhe. Okay, bin Machen Sie das gespannt. bitte. Gehen Sie immer diesen Weg. Rufen Sie Das uns. letzte Mal, Alter, habe ich Missbrauch von Dispatch gekriegt, Alter, gab's Kosten, Alter, genau. Nein, wenn Sie eingepackt werden und so, dann gibt es gar keinen Missbrauch. Ja, einpack, die kommen, Und sagen. Alter, so 10 Sekunden. Kollege, machst du dann soweit die Akte fertig? Ja, also Langwaffe, ne? Wie lange kriege Ja, ich jetzt? nur Langwaffe. Das sind, glaube ich, 30 Hafteinheiten, aber Sie kriegen von uns Kooperation. Also Sehr im Endeffekt freundlich. sind es Kann ich dann. das vielleicht im PD absitzen, damit es nicht so weit Können Sie ist? auch.
Mikus Jackson, ne, war das? Mikus, EA. Genau. Mikus, ja. Du musst ihm da bitte auch nochmal den Waffenschein entziehen, ne? Was? Ja, kannst du das bitte machen mit dem Waffenschein? Hey, bitte, kommt schon, Jungs. Ja, kann ich machen. Den 31er jetzt, wie viel kostet der? Der Waffenschein kostet meines Erachtens nicht so viel, ich glaube 25.000. Ja, war doch mal billiger, oder bin ich bescheuert? Der war nicht billiger, nee. Der war sogar, wenn ich will nicht lügen, aber ich meine, er war sogar also Jackson, teurer. Dass sie... Ah, oh, Moment. Ja, Moment. Moment, ich lege ihn kurz die Handschellen an. Ich mach schon. Aua. Das sind gerade die, Entschuldigung, das sind die... Oh. Hast du gemacht? Ja, aber der muss zurückkommen. Nein, muss er nicht. Leg mal deine an. Hab ich. Gut, okay. Dann passt das. Jackson, Sie müssen auch verstehen, ne? Also, ich habe jetzt eben die Akte gegeben mit der Langwaffe. Also normalerweise wäre da wahrscheinlich noch viel schlimmer, ne? Mord wäre wahrscheinlich noch dazu gekommen, aber ja. Haben wir jetzt mal nicht gemacht. Ist ja nicht draufgegangen, der Lappen. Bitte? Nix. Hab vor mich hergedacht. Alles gut. Okay, dann kommen Sie mit. Also Sie haben Ihre Rechte... So, ich setze Sie mal ganz kurz... Ist alles okay, ich habe meine Rechte verstanden und ich kenne meine Akte und ich kenne... Moment, Jackson. Haben Sie sein... Hast du seinen Waffenschein entnommen? Können wir einen Umweg zum ITM machen, dass ich gleich Waffenschein wiederholen kann? So, okay. Und Jackson, Sie kennen Ihre Rechte? Ja, ich kenne meine Rechte. Ich habe meine Akte gesehen und gehört. Wir sagen Sie trotzdem nochmal kurz auf. Ja, okay. Machen wir auf den Weg zum Wagen, damit es ein bisschen schneller geht jetzt hier. Genau. Also, komm so mit. Herr Jackson, Sie haben das Recht zu schweigen, Sie haben ein Recht auf einen Anwalt, falls Sie sich einen leisten können, wenn nicht, wird Ihnen keiner gestellt, Sie haben des Weiteren auch Akteneinsicht. Ja, Akten. Hier lang. Akteneinsicht hatten Sie ja schon bereits. Ich kenne meine Rechte. Möchten alles. Sie den Anwalt anrufen? Ja, nein. Nein, ich mache mal selber mal deine Anwaltsprüfung mit. Okay. Gut. Ich lege mal ganz kurz also die Hand. Ich glaube übrigens, diese illegale Langwaffe hat mir jemand zugesteckt, ne? Also ich glaube nicht. Au! So, jetzt können Sie einmal durch die Tür treten. Geht nicht. So, wenn so Leuten, die dann hier auf dem Krankenhaus auflauern, irgendwie. Wir haben nur ein Problem, ne? Wir haben Glauben geschenkt wird, finde ich das so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ja, dann warten wir kurz mit dem TV hier. Lass uns ein Taxi rufen. Ja, klar. Ivan. Das ist. Würden Sie mir erlauben, meinem Kollegen wenigstens Bescheid zu sagen, dass er mich dann abholen kann, irgendwer? Sonst Ihr Handy haben sie ja doch danach. Achso, ja, okay, gut. ja, wie gesagt. Also ich glaube, die Langwaffe hat mir jemand zugeschoben vorhin, wo ich da lag. Das sind Ihre Kollegen. Ach, guck mal, das sind Ihre Kollegen. Es sind nur, in Anführungszeichen, nur 30 Jahre. Lukas, steig ein. Was steig ein, das Digga? Geht leider nicht. Wir haben es eilig. Jungs, das geht nicht. Wird inhaftiert. Herr Jackson, ganz kurz, können Sie sich einmal. Wer wird inhaftiert? Nochmal. Ihr Kollege wird inhaftiert. Wie mein Kollege wird inhaftiert. Mann, ja, ihr Kollege wird inhaftiert, ne? Dabei. Die Kinder waren wieder da, mal, Digga. Kommen Sie mal hier nochmal auf den Bürgersteig. Warten Sie, ich will mit meinen Kollegen reden. Darf ich mit meinen Kollegen reden? Hallo? Ich mache nichts, keine Sorge, Ehrenwort. Sie haben mein Ehrenwort. Ich werde nichts machen, ich will nur reden. Ich habe auch einen Namen, aber ja. Ey, ja, habt ihr gehört? Heißen, habt ihr gehört? Nee, ja, die haben also, mich wieder. Ich war ja gerade dabei bei der Schießerei. Nee, also, das meint er nicht, Digga. Das meint er nicht. Die haben mich am Aramidfeld wieder abgegeiert, die Kinder. Waren wieder zu viert diesmal. Ja, ich weiß, ich war ja dabei. Ich stand da daneben. Du hast ja nicht zuerst geschossen. Ja, der andere wird auch inhaftiert. Ja, also, Digga, die haben gesagt hier, dass ich links, die haben mich durchsucht, Digga, im Krankenhaus, bevor, wo ich noch verletzt war. Das ist useless. Muss jetzt gar nicht diskutieren. Ich habe das jetzt einfach so hingenommen und gut ist, Alter. Das ist Kindergarten. Du weißt, es waren nicht wieder die Events da, Alter, wie immer, wie gestern und vorgestern und vorvorgestern und vorvorgestern. Das ist der Typ, der heute Unfall hatte. Ja, einer davon, ja. Es sind aber noch drei andere. Die beiden aus dem Osiris sind noch dabei gewesen und noch ein vierter. Warte mal, wer hat denn dich überhaupt angeschossen? Weißt du das? Ja, Digga, einer von den Vieren, Digga. Es sind doch immer die gleichen, das wüsste doch inzwischen. Es sind doch jetzt jeden Tag da gewesen bei uns. Wenn der Fricks da war und du sagst Jens, dann war das Jeron. Ich hab schon mal gegen die geballert. Die spielen recht dreckig. Mit wem redest du, Digga? Was für Jens? Da war keiner Jens, Digga. Nicht? Was haben wir Digga, die da drinnen waren, also ich gehe davon aus, dass es. Das war dieser. Das ballert mehr wie labile Teenager aus dem USA. Officer, können Sie mal kurz mitkommen, bitte? Ja, okay, kommen Sie mal bitte wieder, ja? Herr Jackson. Jackson, gehen Sie mal bitte mit meinem Kollegen mit. Wie gesagt, hier an Ihre Kollegen, der Herr Jackson hat nicht so viele Hafteinheiten, also der wird bald wieder raus sein. Ja, holt mich dann ab, so in ein paar Monaten. 30, 40 Monate sowas. Oder so. Kooperation, ja. Oder 20 Monate, irgendwie so. Ich sitze im PD ab, Digga.
Ja, alles klar. Ja, ebenso. Hey Kaiser, kann man das hier nicht als U-Haft irgendwie anrechnen? Tatsächlich nicht, und die Untersuchungshaft beginnt erst in den Zellentrakt des LSPDs. Sind wir nicht in den Raum einsperren hier oder so weiter? Mein Kollege ist aber ist gleich da in 2-3 Minuten und dann. Wer ist er denn überhaupt da, Alter? Der neben dem Sanitäter? Das ist ein Praktikant. Achso, ich dachte schon, Alter. Passt irgendwie, der passt hier irgendwie nicht in die Runde. Ja. Nur Praktikant. Hey, wollen wir nicht zur PD laufen? Da wären wir doch schon fast da. Nein, das, der ist doch gleich da. Also Jackson, wie gesagt, ne? Das mit dem Mord und so, das stimmt tatsächlich, ne? Was stimmt tatsächlich? Ja, wir halten mal die Tür auf. Kommen Sie mit, ja. Auch zum PD oder SG? Ja, PD. Er hat nur 30. Und zwar schnell, weil wir müssen die anderen Kollegen helfen. Ja. Wo gehst du hin? Er fällt hinten rein. Denn? Das weiß ich aber ich. Ja, ja, passt. selbst ich weiß das auch. Naja, er dachte, er hat gefragt, wo sie hinfahren, weil sie hinten rumfahren. Da im Funk. Kannst du kurz ihm die Tür aufhalten? Ja. Und? Oh. Der geht nicht. Das war der falsche. Oh. Ja. Genau, kommen Sie mal bitte. Ist aber schnell rennen los, lass mal ein bisschen jucken hier. Ganz kurz nochmal, Herr. Herr Jackson, ja. Ganz kurz nochmal. Kommen Sie nochmal kurz hierher. Ja. Ich muss Ihnen, das wissen Sie hoffentlich, aber die Telekommunikationsgegenstände hier abnehmen, ja? Warum? Weil ich Handy-Funkgerät, weil das eine neue Regelung ist, die soweit im SGB auch vermerkt ist. Unsere Kollegen, da gibt's ja Ärger. Kriege ich die wieder? Leider nicht, weil. Ihr Kollege hat doch gesagt, die kriege ich wieder. Ich habe Mandy, hat er doch gesagt. Ey, warte mal, hier. Nein, 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 das ist. Warte, das ist ja, falsch. Komm, hier. Hier, nimm, hier. Hast du schon mal ein Handy? Komm. Nein, wir müssen die abnehmen, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. Wieso wurde dem Herrn jetzt ein Handy zugesteckt? Nein. Wurde nicht zugesteckt, das war ein Missverständnis. Kommen Sie mal her, bitte. Ja, das, ey, bitte stecken Sie mich ans andere Ende der Welt hin, sonst schreit er ja, hier ja, um. Ja, machen wir. Aber bitte einmal kurz stehen bleiben, ich muss Sie einmal kurz nochmal abtasten. Das ist kein Zellentrakt. Bleiben Sie kurz bitte stehen. Komm gleich rein. Wie gesagt, bleiben Sie nochmal bitte stehen. Ich muss Sie nochmal einmal dann Handschellen setzen. Einmal bitte mit dem Rücken zu mir. Danke, danke. Genau, stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Einmal stehen bleiben, bitte. Einmal bitte mit dem Rücken zu mir. Dankeschön. Jetzt einmal. Da, wenn Sie sich die ganze Zeit drehen, kann ich Sie nicht. Und dann muss ich Sie leider tasern. Das wollen wir ja vermeiden. Ich gebe mir Mühe, Sie drehen sich ja auch die ganze Zeit. Gut, dann so lege ich Ihnen das in Handschellen. Genau, der Rest ist soweit in Ordnung, können Sie behalten, alles. Ich will Sie einmal durchschütteln. Wunderbar, gucken Sie mal, ob Sie die Hände heben können. Meine Frage ist, Sie haben jetzt nur meine Langwaffe entfernt, richtig? Meine Pistole richtig. Durfte ich behalten, oder? Das Ding ist, wenn wir eine Waffe entfernen, werden sämtliche Waffen entfernt. Oh, ja, schön, okay, danke. Tut mir leid, der Herr. Na gut, ich wünsche Ihnen dennoch einen schönen Aufenthalt, ja. Ja, danke schön, tschüss. Das ist, jo, tschüss. Und das meine ich, das ist der Grund, warum ich GTA Offstream spiele. Das wäre nie und nimmer, wäre das Offstream passiert. Niemals. Ist mein hundertprozentiger Ernst. Das ist nur passiert, weil ich streame. Die ganze Aktion ist nur zustande gekommen, weil ich streame. Und das ist lächerlich. Weil ich auch, das schmerzt zwar jetzt, ja, es ist nicht so, ja, aber es sind jetzt fast 200k, die ich verloren habe, nur weil die Spastis Kindergartenaktion machen. Waffenschein weg, Langwaffe mit Max weg, Pistol weg. 25k. Die Waffe waren, keine Ahnung, die Waffe, es war eine Advanced, die ist nicht teuer, ja, 70k oder 60k oder so, ja, aber so 120, 150k weg. Nur weil ich streame. Keine Ahnung, wie lange ich chillen muss, Alter.